der neuen Urkunde, die von Josef Birke geschrieben wurde, stehen die Namen des Bischofs von Passau, des Bundeskanzlers, des Bundespräsidenten, des Ministerpräsidenten von Bayern, des Bürgermeisters, des Pfarrers, des Kirchenpflegers und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Auch die Namen der ausführenden Firma und des Ingenieurs der Bauleitung werden für spätere Generationen verewigt. Wenn nach 200 Jahren wieder einmal das Turmkreuz renoviert werden muss, werden Urkunden und Beigaben von unserer Zeit berichten. Die Kugel wurde gereinigt, ausgebeult und neu vergoldet. Es fanden sich mehrere Einschusslöcher aus der Zeit des Krieges. Die Kugel mit einem Durchmesser von 1,70 Meter gehört zu den größten in Bayern. Die schon anfangs erwähnte Urkunde wurde zusammen mit einem Vilshofener Anzeiger, dem neuesten Bistumsblatt, dem Pfarrbrief und jetzt geltenden Geldmünzen in eine neue Schatulle verschlossen, in der auch die Urkunden, Kreuze und Medaillons aus dem Jahre 1755 wieder aufbewahrt werden. Diese Schatulle wurde vor der Kreuzerhöhung in die große Kugel auf der Turmspitze eingeschlossen.
Am Tag vor dem Kirchweihsonntag kam das renovierte Turmkreuz von einer Werkstatt in Haus im Wald wieder nach Aldersbach und wurde inmitten der Pfarrkirche geschmückt mit einem Blumenkranz aufgestellt. Dieses 1,60 Meter hohe Kreuz stammt aus dem Jahre 1755. Allerdings musste der verrostete Kern des Kreuzes völlig erneuert werden. Ein feuerverzinktes Eisengerüst soll eine längere Beständigkeit garantieren. Die originalen getriebenen Kupferverkleidungen wurden nur ausgebogen und mit neuem 23¾ karätigem Blattgold versehen. Das 2 Zentner schwere Kreuz wird hier fachgerecht hochgezogen und innerhalb kürzester Zeit auf der Turmspitze montiert. Die vielen Leute und Zuschauer staunten über die wagemutige Arbeit der Leute in schwindelnder Höhe ohne Gerüst, nur auf einer Leiter stehend. Nach getaner Arbeit leerten die Arbeiter hoch auf dem Turm 4 Gläser Sekt und warfen die Gläser in alle 4 Windrichtungen, während der Meister Franz Zambelli einen gereimten Segensspruch auf das Wohl des Bischofs, des Pfarrers und der Pfarrgemeinde und der Mitarbeiter sprach. Wenn man dies so alles sieht, dann kann man sich nur bei einem Herrn bedanken, bei unserem Pfarrer Willibald Hauer. Dankeschön.